Hallo zusammen. Willkommen zu unserem nächsten Treffen. Ja, unser Thema heute und auch in den nächsten Wochen ist die Religionskritik. Dabei wird es hier nicht so sehr um die Kritik an einzelnen speziellen Glaubensüberzeugungen gehen, also um die Frage, gibt es einen Gott oder gibt es keinen, sondern es geht um den ganz generellen Vorwurf, dass mit Religion an sich schon irgendetwas nicht stimmt. Der Vorwurf, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, lautet, Religion ist unglaubwürdig. Religion ist eine Illusion. Nun, was heißt das eigentlich genau? Dazu müssen wir uns zunächst mal anschauen, was eigentlich unglaubwürdig bedeutet. Da ist es nämlich gleich mal wichtig, nicht unglaubwürdig und falsch miteinander zu verwechseln. Kleines Beispiel dazu. Also, ich sehe irgendwo in den Medien eine Studie über den Zusammenhang von Übergewicht und Herzerkrankungen. Diese Studie stellt fest, Übergewicht wirkt sich nicht als negativer Faktor bei Herzerkrankungen aus. Dann denke ich mir, interessant, lese aber dann, dass diese Studie von der McDonald's University of Applied Sciences durchgeführt worden ist und bin sofort geneigt, das Ganze nicht mehr zu glauben. Warum eigentlich? Das ist ja kein Widerspruch. Es könnte ja rein logisch betrachtet durchaus sein, dass es einen solchen Zusammenhang zwischen Übergewicht und Herzerkrankungen nicht gibt und dass das herausgefunden wurde von einer Fastfood-Universität. Aber diese Art von Quelle ist für diese Art von Thema nicht glaubwürdig. Es gibt gute Gründe, warum ich dieser Quelle misstraue, auch wenn ich die Studie nicht widerlegen kann. Also inhaltlich weiß ich gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich kenne mich nicht gut genug aus mit Ernährungsmedizin, um wirklich inhaltlich kritisieren zu können, warum diese Studie falsch ist. Aber ich weiß, dass in solchen Fragen, solchen Quellen nicht zu trauen ist. Das heißt, ich kritisiere gar nicht die Gründe, die für oder gegen eine solche Überzeugung sprechen können, sondern ich kritisiere die Ursachen der Überzeugung, also woher diese Überzeugung kommt. Und eine solche Art von Kritik kann man natürlich auch auf Religion anwenden. Die Idee ist hier ganz grundsätzlich, dass religiöser Glaube durch irgendwelche verdächtigen Mechanismen entsteht. Also das könnte sowas sein wie Angst oder Hilflosigkeit oder Wunschdenken. Und wenn uns einmal bewusst wird, woher unsere religiösen Überzeugungen stammen, dann sollten wir ihnen nicht mehr trauen. Das ist ganz ähnlich wie beispielsweise im Gerichtswesen. Also wenn in einem Verfahren der Zeuge sagt, er habe den Angeklagten zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatortes gesehen, dann glauben wir das erstmal. Wenn sich jetzt allerdings herausstellt, dass eben dieser Zeuge mit dem Angeklagten seit vielen Jahren aufs Bitterste verfeindet ist, weil der ihn mal in irgendeinem krummen Geschäft um einen Haufen Geld betrogen hat, dann werden wir seine Aussage nicht mehr glauben. Es könnte natürlich sein, dass der Zeuge wirklich gesehen hat, wie der Angeklagte in der Nähe des Tatortes war. Und es könnte auch durchaus sein, dass der Angeklagte wirklich der Täter ist. Wir sagen nicht, dass die Aussage des Zeugen falsch ist. Wir sagen nur, dass wir sie unter diesen Bedingungen nicht glauben können. Es geht also bei dieser Form von Religionskritik gar nicht um die Wahrheit oder Falschheit von religiösen Überzeugungen, sondern es geht darum zu erklären, wie Religion entstanden ist. Und wenn uns einmal klar geworden ist, was die Ursachen von religiösem Glauben sind, dann, so sagen diese Kritiker, müssen wir auch gar nicht mehr nach den Gründen fragen. Gut, schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele für diese Form der Religionskritik an. Unser erstes Beispiel, Karl Marx. Für Marx ist Religion das Produkt des Menschen. Genauer gesagt, sie ist das Produkt des menschlichen Bewusstseins von sich selbst. Das ist eine Idee, die hat der Marx von einem anderen berühmten Kritiker der Religion des 19. Jahrhunderts übernommen, nämlich von Ludwig Feuerbach. Der Feuerbach entwickelt in seinem Buch Das Wesen des Christentums als erster, oder sagen wir mal, als einer der ersten, eine sogenannte Projektionstheorie der Religion. Das bedeutet, für Feuerbach ist Gott in Wirklichkeit eine Projektion der menschlichen Natur ins Unendliche. Der Mensch sieht sein eigenes kleines, schwaches, begrenztes Selbst und projiziert dieses Selbst ins Unendliche, vergrößert also sein eigenes Selbst in eine unendliche Dimension. Er erzeugt
durch diese Projektion die Illusion eines allmächtigen, unendlichen Gottes. Es ist also gerade nicht so, wie es in der Bibel heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, sondern umgekehrt ist es für Feuerbach. Der Mensch schafft Gott nach seinem eigenen Vorbild und nach seinen eigenen Wünschen. Wir wünschen uns, mächtig und weise zu sein. Wir fürchten uns vor dem Tod. Und deshalb schaffen wir uns die Projektion oder die Illusion eines allmächtigen, allwissenden Gottes oder einer unsterblichen Seele. Diese Idee übernimmt der Marx von Feuerbach. Auch für Marx ist Religion eine solche Projektion. Nur ist sie, anders als bei Feuerbach, für ihn keine Illusion oder Projektion des Individuums, sondern sie ist eine Projektion der Gesellschaft. Dazu schreibt der Marx kurzes Zitat, das Sie auch in Ihren Materialien finden. Der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich entweder selbst noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt ist. Religion ist also für Marx das Produkt der materiellen, ökonomischen und sozialen Randbedingungen. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, wie Sie vielleicht schon mal gehört haben. Ein Spruch, der sehr gut Marx' eigene Position zusammenfasst, auch wenn er diesen Spruch in dieser Form niemals gesagt hat. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, wie die Welt ist. So bestimmt sie, wie wir über sie denken. Und was macht Religion für Marx? Nun, für Marx sind alle Gesellschaften, zumindest vor der kommunistischen Gesellschaft, Klassengesellschaften. Das heißt, die Funktion von Religion muss in diesem Kontext der Klassengesellschaft gesehen werden. Religion ist dann für Marx ein Instrument der herrschenden Klasse. Sie dient dazu, über das Elend der realen Verhältnisse hinwegzutrösten. Sie legitimiert bestehende Machtverhältnisse, indem sie diese beispielsweise zum Willen Gottes erklärt oder die Armen, die Elenden, das Proletariat auf ein besseres Jenseits vertröstet. Einerseits ist Religion also für Marx ein Protest gegen das Elend, andererseits ist es für ihn auch ein Ausdruck dieses Elends. Wie er hier schreibt, das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist, und das kennen Sie alle, sie ist das Opium des Volkes. Allerdings, für Marx ist Religion kein bewusster Betrug. Es ist nicht so, dass irgendjemand sich die Religion ausgedacht hätte, um die Armen und das Proletariat an der Nase rumzuführen. Sie ist ganz einfach das Produkt einer bestimmten Gesellschaftsordnung. Weder der Priester noch der Kapitalist durchschauen, dass Religion ein Konstrukt ist, das nur dazu da ist, eine Gesellschaftsordnung zu stützen, von der sie natürlich beide profitieren. Die Gesellschaft als Ganze ist gefangen, für Marx, in dieser religiösen Illusion. Und erst mit dem Ausgang aus dem Kapitalismus und dem Übergang zur sozialistischen Gesellschaft und den dadurch veränderten neuen materiellen Randbedingungen wird die Religion irgendwann einfach absterben, so Marx. Unser zweites Beispiel, Sigmund Freud. Auch für Freud ist Religion eine Illusion. Aber anders als für Marx ist es eine, die nicht aus der Gesellschaft, sondern aus dem Individuum stand. Freud äußert sich in seinem Essay Die Zukunft einer Illusion am prägnantesten dazu. Darin sagt er, dass Religion das Resultat unseres letztlich naiven, kindlichen Wunsches nach Sicherheit ist. Schauen wir uns dazu auch nochmal schnell ein Zitat an. Freud schreibt hier, die religiösen Überzeugungen, die sich als Lehrsätze ausgeben, sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens. Es sind Illusionen, Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke dieser Wünsche. Wir wissen schon, der schreckende Eindruck der kindlichen Hilflosigkeit hat das Bedürfnis nach Schutz, Schutz durch Liebe erweckt, dem der Vater abgeholfen hat. Die Erkenntnis von der Fortdauer dieser Hilflosigkeit durchs ganze Leben hat das Festhalten an der Existenz eines, aber nun mächtigeren Vaters verursacht. Wir müssen uns das Ganze bei Freud ungefähr so vorstellen.
Am Anfang erleben wir als kleine Kinder, dass wir einer gefährlichen und bedrohlichen Welt schutzlos ausgeliefert sind. In irgendeiner Form droht uns immer Gefahr, in irgendeiner Form ist unser Leben immer bedroht durch irgendetwas. Also entsteht in uns der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch nach jemandem, der uns schützen kann vor den Gefahren der Welt. Und das ist für Freud der Vater. Von Müttern ist irgendwie an dieser Stelle nicht die Rede. Aber irgendwann werden wir erwachsen. Und wenn wir erwachsen werden, stellen wir fest, dass unsere Eltern auch nur Menschen sind und dass der Vater uns nicht vor allen Übeln der Welt beschützen kann. Wir sind immer noch letzten Endes schutzlos dieser bedrohlichen Welt ausgeliefert, insbesondere durch unsere eigene unvermeidliche Sterblichkeit. Diese Erkenntnis frustriert uns. Und dieser Frust erzeugt dann in uns die religiöse Illusion. Der schwache, irdische Vater, der uns eben nicht vor allem beschützen kann, der wird ersetzt durch einen allmächtigen himmlischen Vater, der uns dann wirklich vor allem Übel bewahren kann und der uns ein ewiges Leben verspricht, selbst wenn dieses hier einmal zu Ende sein sollte. Eine solche Illusion erleichtert uns das Leben ganz ungemein. Sie hat also für Freud durchaus einen psychologischen Wert. Aber sie ist letzten Endes doch nur der Ausdruck unseres Wunschdenkens. Religion, das ist für Freud so ungefähr etwas wie eine kollektive Neurose, also eine durch unbewusste Wünsche verzerrte Wahrnehmung der Realität, durch die wir versuchen, unsere eigenen Ängste irgendwie in den Griff zu kriegen, insbesondere eben die Angst vor der Bedrohung durch die Welt und die Angst vor der eigenen Sterblichkeit. Am Ende seines Textes sagt Freud dann, dass er sich zur Wahrheitsfrage nicht äußern möchte. Also prinzipiell könnte es natürlich sein, dass die Religion, die das Produkt unseres Wunschdenkens ist, irgendwie doch wahr ist. Aber eigentlich ist sie dann doch zu schön, um wahr zu sein. Er schreibt, schauen wir noch mal kurz in dieses Zitat rein, wir sagen uns, es wäre ja sehr schön, wenn es einen Gott gäbe als Weltenschöpfer und gütige Vorsehung, eine sittliche Weltordnung und ein jenseitiges Leben. Aber es ist doch sehr auffällig, dass dies alles so ist, wie wir es uns wünschen müssen. Das heißt, Religion ist zu schön, um wahr zu sein. Und zur psychischen Reife der Menschheit als Ganze gehört demnach für Freud auch die Befreiung von der Illusion, der Religion dazu. So wie wir im Lauf des Erwachsenenlebens lernen müssen, dass wir sterblich sind und dass unsere Eltern auch nur Menschen sind, so müssen wir im Laufe des Erwachsenwerdens der Menschheit lernen, von der Religion als Illusion loszukommen. Drittes Beispiel. Das sind jetzt die etwas modernen Vertreter dieser Illusionskritik. Es sind nämlich evolutionäre Erklärungen von Religion. Das sind solche Theorien, die versuchen, die Existenz von Religion auf der Basis der Evolutionstheorie zu erklären. Die Evolutionstheorie wird Ihnen in ihren Grundzügen vermutlich allen sehr vertraut sein. Die grundlegende Idee ist hier, Lebewesen verändern sich über Generationen hinweg, um sich besser an ihre Umgebung anzupassen und dadurch ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Evolution ist ein zielloser und ungesteuerter Prozess. Lebewesen bringen durch irgendwelche zufälligen Mutationen neue Eigenschaften mit, wenn sie ins Leben kommen. Und wenn diese Eigenschaften sich in irgendeiner Weise als nützlich für das Überleben erweisen, dann werden solche Wesen mehr Nachkommen haben als andere, denen diese Eigenschaft fehlt. Und so setzt sich dann diese Eigenschaft auf lange Sicht irgendwann durch. Solche Eigenschaften, die sich durchsetzen, weil sie irgendeinen Nutzen für das Überleben haben, nennt man in der Evolutionstheorie adaptive Eigenschaften. Also ein gutes Beispiel, um sich klarzumachen, was das heißt, sind Eisbären. Eisbären leben in einem arktischen Umfeld, wo es eine Menge Schnee und Eis gibt. Und wo es viel Schnee und Eis gibt, ist man mit einem weißen Fell deutlich besser getarnt als zum Beispiel mit einem braunen Fell. Das heißt, die weißen Eisbären in einem arktischen Umfeld sind besser getarnt, können dadurch besser jagen, können dadurch mehr Nahrung für sich heranschaffen und haben eine geringere Gefahr zu verhungern als ihre braunen Kollegen. Heißt also, in einem arktischen Umfeld werden sich irgendwann im Laufe der Zeit Bären mit einem weißen Fell gegenüber solchen mit einem braunen Fell durchsetzen, weil dieses weiße Fell eben adaptiv ist. Nun muss allerdings nicht jede evolutionäre Anpassung auch gleich adaptiv sein. Manche sind adaptiv gewesen, irgendwann mal in der Vergangenheit, sind es aber inzwischen nicht mehr. Bestes Beispiel dafür, die Fähigkeit des menschlichen Körpers, Fettreserven anzulagern.
Das war früher mal, als die Nahrung knapp war, ein evolutionär großer Vorteil. Heutzutage in unseren westlichen Gesellschaften, wo Nahrungsknappheit niemals auftritt, ist es ein ziemlich, sagen wir mal, lästiges Feature geworden. Und dann gibt es noch ganz andere Dinge, die eigentlich gar keinen Sinn haben, sondern sich nur als das überflüssige Nebenprodukt einer evolutionär sinnvollen Anpassung gebildet haben. Ein gutes Beispiel dafür, ein Bauchnabel. Kein Mensch braucht einen Bauchnabel. Bauchnabel sind eigentlich zu gar nichts gut. Trotzdem muss man einen Bauchnabel haben, weil er das unvermeidliche Abfallprodukt eines sinnvollen Vorgangs, nämlich des Geburtsprozesses, ist. Für solche überflüssigen Nebenprodukte hat sich der englische Ausdruck Spandrel eingebürgert. Das stammt eigentlich aus der Architektur. Also Spandrels, das sind diese dreieckigen Flächen, die sich oberhalb eines Gewölbebogens ergeben. Ja, die auch nichts anderes sind als überflüssige Nebenprodukte oder unvermeidliche Nebenprodukte dieser Form von Architektur. So, und entsprechend gibt es dann auch zwei verschiedene Typen von evolutionären Theorien für Religion. Die eine Gruppe sagt, Religion ist eine sinnvolle Anpassung. Ein Beispiel dafür wäre die sogenannte Supernatural Punishment Theory, also die übernatürliche Bestrafungstheorie, die in ihren Grundgedanken zurückverfolgbar ist bis im Prinzip auf die griechische Antike. Hier ist die Idee, Religion ist dazu da, für sozialen Zusammenhalt zu sorgen. Sozialer Zusammenhalt ist ziemlich wichtig für Gesellschaften. Kooperation ist nämlich eine sinnvolle Sache. Es ist bedeutend einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten, als alles ganz alleine zu machen. Problem ist nur, alle müssen auch wirklich mitmachen. Beispiel dafür, ein Referat. Es ist sicherlich einfacher, zu zweit ein Referat zu machen, als es ganz alleine zu tun. Aber noch besser ist es natürlich, den anderen die ganze Arbeit machen zu lassen und am Ende trotzdem eine gute Note dafür zu kassieren. Um sich vor solchen Trittbrettfahrern zu schützen, die so tun, als würden sie mitmachen, in Wirklichkeit aber nur einen Riemen ziehen, brauchen Gesellschaften Sanktionen. Sanktionen sichern die Einhaltung von Regeln. Also normalerweise sind dafür Institutionen zuständig wie die Polizei, die Justiz oder die neugierigen Nachbarn, die fragen, ob sie auch daran gedacht haben, dass nächsten Mittwoch wieder die Treppe geputzt werden muss. Da, wo diese Institutionen nicht mehr greifen, springt laut Supernatural Punishment Theory die Religion ein. Sie postuliert irgendwelche Götter und Geister, die unsere geheimen Gedanken kennen und die wissen, was wir getan haben, selbst wenn niemand anderes es bemerkt hat. Und die dann in der Lage sind, falsches Verhalten zu bestrafen, selbst wenn alle irdischen Institutionen keine Möglichkeit haben, dieses Verhalten zu sanktionieren. Religion sorgt also dafür, dass wir keinen Anreiz mehr haben, andere heimlich zu betrügen. Eine evolutionär ungemein sinnvolle Eigenschaft. Andere Theorien bezweifeln, dass Religionen eine evolutionär sinnvolle Funktion haben und sehen sie als Spandrels, eben als Abfallprodukte anderer eigentlich in sich sinnvoller Prozesse. Da sind zum einen solche Theorien, die Religionen für Meme halten. Das ist ein Konzept, das auf den britischen Religionskritiker und vor allen Dingen Evolutionsforscher Richard Dawkins zurückgeht. Meme, das sind laut Dawkins mentale Inhalte oder Informationen oder so etwas, die genau wie die biologischen Gene einem Evolutionsprozess unterliegen. Nur werden diese Meme eben nicht von physischen Körpern, sondern von Bewusstsein reproduziert. Also Beispiele für Meme, das wären zum Beispiel Lieder, Sprichwörter, Mythen oder halt eben auch Internet-Memes, die genau daher ihren Namen haben. Okay, Meme werden jetzt also durch Kommunikation von Geist zu Geist weitergegeben. Sie vermehren sich, wenn sie gut angepasst sind an die Bewusstseine, in denen sie existieren. Sie verschwinden, wenn sie es nicht sind. Meme haben allerdings keinerlei evolutionären Vorteil. Sie nutzen wie Parasiten eigentlich ihren Wirt oder ihr Wirtsbewusstsein nur, um sich zu verbreiten. Darin gleichen sie einem Virus. Meme tun das, indem sie bestimmte Eigenschaften ihrer Träger ausnutzen, die für sie von Vorteil sind. Also bei Menschen ist es zum Beispiel so, dass Kinder sehr oft einfach ungefragt die Überzeugungen der Gesellschaft übernehmen, in der sie aufwachsen. Meme können sich das zunutze machen und sich durch diese Eigenschaft sehr gut weiter verbreiten.
Religion ist nach dieser Theorie auch eine Form von Mem, für die unser menschliches Denken einfach aufgrund unserer evolutionären Anpassung sehr anfällig ist. Die andere Variante solcher Spandrel-Theorien, das wäre die sogenannte Head Theory. Head steht dabei für Hypersensitive Agency Detection Device, also ein hochempfindliches Instrument zum Erkennen von aktiven Handlungen. Gemeint ist damit das menschliche Gehirn. Menschliche Gehirne sind nämlich extrem sensibel für aktives Handlungen, im Gegensatz zu bloß irgendwelchen zufälligen Ereignissen. Das ist auch eine evolutionär sehr sinnvolle Fähigkeit. Wenn wir beispielsweise intuitiv das Rascheln im Gebüsch einem Tiger zuschreiben oder so etwas, dann macht uns das automatisch wachsamer und besser vorbereitet auf Gefahren. Also wer bei einem Rascheln im Gras vermutet, dass da eine Schlange sich versteckt und Angst kriegt und in Abwehrposition geht, der ist besser vorbereitet, wenn da wirklich eine Schlange ist, als derjenige, der denkt, boah, das war wahrscheinlich nur der Wind. Also diese gleiche Fähigkeit, die eigentlich sehr sinnvoll ist, bringt uns allerdings auch dazu, überall da aktives Handeln zu sehen, wo gar keines ist. Also wir schreiben dann beispielsweise aufgrund dieses hyperaktiven Gehirns Naturereignisse wie Gewitter oder Erdbeben unsichtbaren Göttern oder Geistern zu, die das durch ihr Handeln verursacht haben. Also wir neigen aufgrund der Konstruktionsweise unseres Gehirns dazu, hinter allem und jedem irgendwelche aktiv handelnden Wesen zu vermuten, selbst wenn da gar keine sind. Religion ist dann also einfach nur eine Art Fehlfunktion einer eigentlich sinnvollen evolutionären Anpassung. Nun, das sind jetzt Beispiele für solche Illusionstheorien von Religion, aber was sollten wir in der philosophischen Bewertung eigentlich von diesen Theorien halten? Nun, einerseits müssen wir uns klar machen, jede einzelne dieser Erklärungen muss geprüft werden, dahingehend, ob sie zutreffend ist oder nicht. Es können ja nicht alle zugleich wahr sein. Also die unterschiedlichen Erklärungen widersprechen sich und wir müssen uns für eine von diesen entscheiden. Ist Religion jetzt eine soziale Illusion der Gesellschaft oder ist sie eine psychologische Illusion des Individuums? Kann nicht beides sein. Ist sie adaptiv, also sinnvoll im evolutionären Prozess, oder ist sie ein überflüssiges Nebenprodukt? Auch da gilt, sie kann nicht beides sein. Die wichtigste Frage aber ist, sollte sich eine dieser Erklärungen als korrekt herausstellen? Was folgt denn dann eigentlich? Nun, eine Möglichkeit wäre zu argumentieren, dass, wenn Religionen einen natürlichen Ursprung haben, sie falsch sein müssen. Und de facto dürfte das wohl auch der Schluss sein, den die allermeisten der Philosophen, die wir gerade besprochen haben, auch gezogen haben. Bloß, das ist ein Irrtum. Denn ich kann nicht von der Entstehung einer Überzeugung auf ihre Wahrheit oder Falschheit schließen. Wenn ich das täte, würde ich das begehen, was wir in der Philosophie einen genetischen Fehlschluss nennen. Wenn ich beispielsweise durch einen ominösen Traum zu der Überzeugung komme, dass in meinem Garten ein Schatz vergraben ist und dann mich morgens auf den Weg mache, die Schaufel hole und anfange loszubuddeln, dann ist das schon ziemlich seltsam, aber es heißt ja nicht, dass meine Überzeugung falsch sein muss. Bloß weil ich es geträumt habe, heißt es noch nicht, dass es notwendigerweise nicht so sein kann. Und genau umgekehrt gilt natürlich auch. Eine wissenschaftliche Theorie, die das Ergebnis sorgfältigster Datenerhebung und einer rationalen methodischen Analyse ist, kann trotzdem falsch sein. Nur weil ich alles richtig gemacht habe, um zu der Überzeugung zu gelangen, heißt das noch lange nicht, dass die Überzeugung auch wirklich wahr sein muss. Andererseits, das ist auch gar nicht das Ziel der Kritik. Es geht ja dieser Religionskritik hier gar nicht darum zu zeigen, dass Religionen alle falsch sind. Der Punkt ist, dass Religionen unglaubwürdig sind. Was heißt das jetzt genau? Nun, schauen wir uns doch mal unsere Erkenntnisquellen so an. Manche von diesen Erkenntnisquellen haben sich im Laufe der Zeit als zuverlässig herausgestellt, zum Beispiel die eigene Sinneswahrnehmung oder die Wissenschaft. Andere als eher nicht, also Visionen von Schamanen oder Donald Trumps Twitter-Account. Glaubwürdig zu sein heißt jetzt, eine Erkenntnisquelle produziert mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wahre Überzeugungen. Die muss nicht bei 100% liegen, aber sollte relativ nah daran sein. Nehmen wir unsere gute alte Sinneswahrnehmung als Beispiel. Sinneswahrnehmung ist glaubwürdig. Ich glaube zum Beispiel, dass noch Bier im Kühlschrank ist, wenn ich welches gesehen habe.
Wenn keines da ist, dann glaube ich auch nicht, dass welches da ist. Die Sinneswahrnehmung ist glaubwürdig, weil sie in den richtigen Situationen die wahren Überzeugungen produziert. Wenn Marx, Freud, Dawkins und so weiter jetzt allerdings recht haben, dann gilt gerade das für Religion nicht. Denn aufgrund der evolutionären, psychologischen und so weiter Mechanismen, die uns zu religiösen Überzeugungen bringen, würden wir immer an die Existenz von Göttern oder Geistern oder unsterblichen Seelen glauben, ganz egal, ob es sie gibt oder nicht. Das ist in etwa so, als würde man immer glauben, dass Bier im Kühlschrank ist, egal ob da welches ist oder nicht. Also Sie würden den Kühlschrank aufmachen und immer Bier sehen, sei es da oder auch nicht. In einer solchen Situation sollten Sie Ihren Sinnen besser nicht mehr trauen. Und genau das Gleiche gilt jetzt auch für die Religion. Das ist auch die Konsequenz, die wir ziehen sollten aus den Überlegungen von Freud, Marx und Dawkins. Wenn sich der Verdacht bestätigt, dass Religionen das Ergebnis verdächtiger Prozesse sind, ein Verdacht, der an sich allerdings nochmal überprüft werden müsste, dann sollten wir sie definitiv mit Skepsis betrachten.